Patrick Rossini, herzlichen Glückwunsch zum Sieg und zu deinen zwei Toren. War es die perfekte Rückkehr nach Schaffhausen? Ja, sicher. Ich bin sehr zufrieden von FC Rau. Wir haben erste Halbzeit nicht so gut gespielt, aber wir waren sehr, sehr kompakt. Und heute für uns ist wichtig, diese Mentalität, alle zusammen laufen für andere Spiele. Und ich bin sicher, und auch wir müssen nehmen ein Match pro Match schauen, nicht zu viel lange denken. Und heute, wir waren eine Mannschaft. Wie war die Rückkehr für dich persönlich, emotional? Ja, sicher. Ich habe hier in diesem Platz 4 Jahre gespielt. Für mich ist immer eine große Emotion, weil ich habe sehr gut Erinnerungen in diesem Platz und ich habe 2 Tore gemacht, aber heute ich bin Spieler von FC Rau und ich will alles geben von dieser Mannschaft. Ihr habt heute zum zweiten Mal mit 2 Stürmern gespielt. Wie wohl fühlst du dich mit diesem System? Für mich ist gleich. Ich bin nicht Trainer. Wir haben 22, 23 sehr gute Spieler. Ist gleich, wer spielt. Nächstes Wochenende folgt das Derby gegen den FC Wohlen. Mit welchen Gefühlen blickst du auf dieses Spiel? Ja, Derby ist, ich habe zu viel gemacht in Tessin. Ist immer nicht das gleiche Spiel, weil kommt zu viel Nervosität. Wir wollen nicht verloren bei der Mannschaft. Und wir machen diese Woche sehr gutes Training und wir sind sicher bereit für Derby. Danke vielmals. Danke vielmals. Wir diskutieren die heißesten Themen vom Schweizer Fußball mit den wichtigsten Gästen. Die Brock.ch Fußball Arena. Jeden Montagabend, 5:30 auf Tele1. Markus Schellimann, herzlichen Glückwunsch zum Sieg hier in Schaffhausen. 3-1, ein gerechtes Resultat. Ja, absolut. Ich denke, wir haben das ganze Spiel keine grosse Chance zulassen. In der ersten Halbzeit haben wir 1-2 Glück gehabt, aber das gehört auch zum Fußball. Aber gut reagiert. Wir haben gerade 2-0 geschossen, dann nach dem 2-1 haben wir ein bisschen, aber gerade die Antwort in der Kehle. Und 3-1 ist dann sehr, sehr wichtig gewesen. Wichtige 3 Punkte, wo wir wieder nach vorne schauen können. Und das hat sich die Mannschaft wirklich verdient. Der FC Aarau ist jetzt 7 Spiele umgeschlagen. Wie erklärst du dir die positive Entwicklung? Ja, die Mannschaft. Ich meine, wir haben lange zusammen jetzt doch geschafft, seit dem Januar wieder. Und sie haben viele Sachen wirklich mitgenommen. Das verlange ich von meinen Spielern, auch der souveräne Auftritt heute. Wir sind der FC Aarau, wir wollen nach vorne kommen. Und sie haben es langsam kapiert und ich bin stolz. Aber sie können auch stolz sein auf die Leistung. Wir sind jetzt aktuell 5. Darf man dann langsam sich nicht mehr ganz gegen den hinteren Teil der Tabelle orientieren, sondern ein bisschen gegen vorne schauen? Also im Leben muss man immer nach vorne schauen, das ist wichtig, weil solange wir Punkte machen, dann gehen wir immer wieder nach vorne. Das ist wichtig, dass wir den Gedanken haben. Und klar müssen wir immer nach hinten schauen, in dem Sinne, was Punkte oder was die anderen machen. Aber solange wir Punkte machen und für uns schauen, dann kommt das gut. Nächsten Samstag fällt das Derby, daheim gegen Wolle. Wie bereitet ihr das Spiel vorbereiten? Ja, also zuerst wollen wir das Spiel ein bisschen absacken lassen und dann gehen wir das Derby an, wo sicher auch viele Emotionen reinbringt, Wolle, wo auch gut drauf ist. Aber wir auch, also wenn wir jetzt da klar dann auch zeigen, wer dann die bessere Mannschaft ist am nächsten Samstag. Danke vielmals.